Wer kennt sie nicht? Die Katastrophenereignisse der vergangenen Jahre wie Hochwasser oder Sturm. Um sich vor Katastrophen, Unfällen und Gefahren jeder Art schützen zu können, braucht es neben den Rettungs- und Einsatzorganisationen den informierten, selbstschutzbereiten Bürger. Ja, unter dem Titel Hochwasser, was tun, findet am 30. Jänner eine Informationsveranstaltung im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl statt. Was versteht man denn eigentlich unter dem Thema? Über was wird da informiert? Ja, ich glaube, man hat gesehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten die großen Hochwasserereignisse in Ischl und auch in unseren Nachbarländern. Welche dramatische Auswirkungen das hat. Brücken weggerissen, Straßen weggerissen, Infrastruktur kaputt. Also relativ dramatische Ereignisse. Und auf diese Ereignisse, die wir auch schon in Ischl gehabt haben, wir hatten schon große Hochwasserereignisse, wollen wir uns bestmöglich vorbereiten. Die Behörden, die Bevölkerung und die Einsatzorganisationen. Und dazu wird es eben am Mittwoch, den 30. Jänner um 19 Uhr im Kongress und Theater eine große Informationsveranstaltung geben. Da wird gezeigt, was sind die Auswirkungen, wenn in Bad Ischl gewisse Hochwasserereignisse eintreten. Man wird da 40 Überflutungsbilder sehen und da wird anhand dieser Überflutungsbilder gezeigt, was in Bad Ischl dann in welchen Bereichen los sein würde, wenn wir uns nicht gut auf dieses Ereignis, auf diese Ereignisse vorbereiten. Vielleicht mal grundlegend, wie sehr ist denn Bad Ischl und Umgebung betroffen mit der Ischl und mit der Traun? Ja, es gibt also gerade in dem Innenstadtbereich große Überflutungsbereiche, wenn also diese Schadereignisse, dieses Hochwasser tatsächlich eintritt, diese Hochwasserereignisse. Und das wird man dann in Simulationen genau sehen. Ein 10-jähriges Hochwasserereignis, ein 30-jähriges, ein 100-jähriges und ein 300-jähriges Ereignis mit diesen verschiedenen Überflutungsbereichen. Wo sind wir dann betroffen? Welche Bevölkerung ist praktisch wo betroffen? Was kann der Einzelne tun, um sich bestmöglich vorzubereiten? Thema Eigenschutz. Was kann die Behörde tun? Was wird sie machen? Und was kann die Feuerwehr machen? Aber klar wird auf jeden Fall sein, alles wird die Feuerwehr auch mit den Einsatzkräften, die dann im Einsatz sein werden, nicht leisten können. Die Bevölkerung ist aufgerufen, gut Vorsorge zu treffen, Eigenschutz zu betreiben, eigene Risikobeurteilung. Ich sage jetzt einmal, das ist so allgemein im Katastrophenschutz, sorgen Sie für sich und Ihre Familie vor. Wenn es tatsächlich dazu kommt, 2 Wochen lang gut eigenversorgt zu sein, Lebensmittel einzukaufen, am besten Dosen, die lange halten, Trinkwasser für diese 2 Wochen, dann sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil man hat jetzt gesehen, auch bei den Schneereignissen, wie schnell es gehen kann, dass man von der Versorgung komplett abgeschnitten ist. Und das wollen wir ja nicht. Für wen ist denn die Infoveranstaltung etwas? Wer soll dann denn kommen? Schauen Sie sich das einfach mal an. Es ist sehr viel im Innenstadtbereich, aber der Rückstaubereich geht weit hinauf bis in den Bereich der Einmündung des Kaltenbaches. Und es ist auf jeden Fall gut, es werden Experten dort sein. Experten, die für Fragen und für die Antworten dann zur Verfügung stehen, wo man sich wirklich gut erkundigen kann. Es ist dabei die Feuerwehr, die in erster Linie aufklären wird, was im Hochwasserfall zu tun sein wird. Aber allgemein Informationen durch den Zivilschutzverband, Experten, die also Informationen an Sie weitergeben werden. Ich werde ebenfalls bei einem Stand dabei sein. Sie können sich informieren, allgemein zum Thema Katastrophenschutz, Risikovorsorge. Es ist sicher eine interessante Informationsveranstaltung für jedermann und jede Frau.